Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Heute habe ich einen Yoga-Flow für dich, bei dem wir die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Du mobilisierst die Wirbelsäule und die Schultern und kräftigst die Beine. Das heißt, die Session eignet sich auch wunderbar, um hinterher die Beine zu dehnen und zu öffnen. Gut für dich zu wissen, die Session hat zwar keine sehr komplexen Yoga-Haltungen. Wir bleiben aber die ganze Zeit im Fluss. Das heißt, Leute, die bereits Yoga kennen, fühlen sich wahrscheinlich besser abgeholt. Wenn du aber etwas Kraft und Körpergefühl mitbringst und das Video vielleicht vorher ein, zweimal ansiehst, bin ich aber sicher, dass du auch wunderbar hineinfinden willst. Lass uns gemeinsam im Sitzen starten. Schließe die Augen nach außen, öffne sie nach innen. Vertiefe deine Atmung. Richte deine Wirbelsäule lang und gerade auf und lass das Becken schwer auf der Matte ruhen. Und dann beginn mit jeder Ausatmung die Bauchmuskeln zu zentrieren. Mit jeder Einatmung den Bauchraum sich weit ausdehnen zu lassen. Vielleicht spürst du dadurch eine kleine, feine Bewegung in deinem Becken, ein sanftes Kippen der Beckenschaufel nach vor und zurück durch die Aktivität deiner Bauchmuskeln. Lass die Bewegung gerne größer werden. Nur das Becken mit jeder Ausatmung, den zentrierten Bauchmuskeln runden, mit jeder Einatmung. Bauch sich ausdehnen lassen. Vielleicht in ein kleines, entspanntes Hohlkreuz finden. Lass Atem und Bewegung so zueinander finden. So wie du jetzt nur das Becken bewegst, lade ich dich gleich ein, das Becken wieder schwer auf der Matte ruhen zu lassen, die Bauchmuskeln sanft zu zentrieren, sodass du aber immer noch tief und frei atmen kannst und nun mit jeder Einatmung das Brustbein zu heben und mit jeder Ausatmung wieder zu entspannen. Im Video oben siehst du, was ich nicht meine. Es ist keine große Bewegung, es ist vielmehr eine ganz kleine Bewegung. Siehst du von der Seite nochmal, was ich meine? Das Becken bleibt schwer auf der Matte ruhen, der Bauch bleibt zentriert. Mit jeder Einatmung hebst du das Brustbein sanft, so als ob du an einer Schnur ganz leicht nach oben gezogen wirst. Und mit jeder Ausatmung die Spangen der Schnur wieder löst. Eine ganz kleine Bewegung, isoliert vor allem in der Brustwirbelsäule. Kopf und Becken bleiben ruhig. Jeder Einatmzug leitet die öffnende Bewegung ein. Jede Ausatmung leitet das Loslassen ein, sodass der Atem die Bewegung führt. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt alle Teile deiner Wirbelsäule verbinden und zu sanften Kreisen übergehen. Der Einatmung kreist du nach vor, der Ausatmung wirst du rund nach hinten. Beginn wieder ganz klein und lass die Bewegung dann immer größer werden. Immer größer, sodass irgendwann vielleicht die linke Schulter zum rechten Knie, die rechte Schulter zum linken Knie zeigt.
und du deine gesamte Wirbelsäule im Fluss deiner Atmung mobilisierst. Das Gesicht bleibt dabei ganz entspannt. Das Becken ruht noch immer schwer auf der Matte, während du die Bewegung jetzt langsam wieder kleiner werden lässt. Immer kleiner werden, immer feiner und doch möglichst alle Segmente deiner Wirbelsäule Teil dieser Bewegung werden lässt, bis sie zum Schluss in der Ruhe wieder verklingt. Bewegung von außen nicht mehr sichtbar ist. Und von hier richte dich nochmal auf, öffne deine Augen, komm ins vordere Drittel deiner Matte, von der Hocke über die Vorbeuge und roll dich langsam hoch zu einem entspannten, aufrechten Stand. Und schließe die Hände vor deinem Herzen. Atme hier noch einmal tief durch. Mit deiner Einatmung hebt sich dein Herz nach vorne oben. Mit der Ausatmung lässt du die Schultern, dein Becken, das Gewicht über die Fersen in die Matte sinken. Atme noch einmal ein. Mit der Ausatmung löse die Hände. Einatmen in den Berg, ausatmen, schließe die Hände vor dein Herzen. Noch zweimal, einatmen, strecke dich in den Berg, ausatmen, lass los. Einatmen, hebe die Hände, heb den Brustraum, dein Blick streckt dich lang. Und von hier in die Vorbeuge, komme tief. Einatmen, heb die Hände nach hinten in den geraden Rücken. Ausatmen, werde rund, zentriere den Bauch. Einkommen in den Blitz. Ausatmen, schließ die Hände vor deinem Herz. Noch zweimal, heb die Hände in den Berg. Beug die Knie, komm in die Vorbeuge. Aus. Einatmen, gerader Rücken, strecke die Arme nach hinten. Ausatmen, werde rund als Vorbereitung für den Blitz. Einatmen, heben und strecken. Vorbeuge aus. Ein, in den Berg, heb die Hände. Aus, schließe sie vor deinem Herzen. Einatmen in den Berg. Aus, Vorbeuge. Heb die Hände nach hinten, heb die Arme, die Schultern, ausatmen, Bauch aktivieren, einatmen, Blitz, ausatmen, Vorbeuge. Achtung, direkt rechtes Bein zurück, einatmen, linker Arm kreist hoch, ausatmen, du steigst in die Vorbeuge. Einatmen, rolle dich hoch, öffne die Arme, aus, Hände vors Herz. Ein, komm in den Berg, ausatmen in die Vorbeuge, einatmen, gerader Rücken, das nenne ich oft Skispringer, streck die Hände nach hinten raus, heb den Brustkorb breit, ausatmen, rund, einatmen, kreise die Hände in den Blitz, ausatmen, linkes Bein zurück, einatmen, rechter Arm kreist hoch, aus, wieder in die Vorbeuge. Einatmen, rolle dich hoch, öffne die Arme, aus, Hände vor dein Herz. Einatmen, Berg, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Skispringer, heb die Hände nach hinten. Ausatmen, Bauch fest, halte die Kraft in den Blitz. Aus, rechtes Bein zurück, linker Arm kreist.
Achtung, jetzt rechtes Knie tief und mit der nächsten Einatmung beide Hände hoch in den Mini-Krieger und in die Vorbeuge atme aus. Einatmen, roll dich hoch. Ausatmen, Hände vors Herz. Berg ein. In die Vorbeuge, lasse los. Skispringer, atme ein. Kreise die Hände tief. Setze dich tief in den Blitz, während die Arme hoch nach oben steigen. Und dann direkt Sprinter, linkes Bein zurück. Rechter Arm kreist hoch. Ausatmen, einatmen, Mini-Krieger. Und ausatmen in die Vorbeuge. Rolle dich hoch, öffne die Arme. Ausatmen, Hände vors Herz. Einkomm in den Berg, aus in die Vorbeuge. Einatmen, Skispringer. Ausatmen, Runden. Strecke dich in den Blitz ein und wir bauen weiter auf, rechtes Bein zurück. Einatmen, linker Arm kreist hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, jetzt Krieger 1 und ausatmen, Krieger 2. Einatmen, rückwärtiger Krieger. Ausatmen, Vorbeuge. So das Grundgerüst, jetzt roll dich hoch und schließ die Hände vor dem Herzen. Einatmen, heb die Hände in den Berg. Ausatmen, Vorbeuge. Skispringer, atme ein. Runde dich. Streck dich lang in den Blitz. Linkes Bein steigt zurück. Rechter Arm kreist nach hinten und oben. Aus, nach vorne, unten. Ein, in den Krieger 1. Aus, Krieger 2. Ein, rückwärtiger Krieger. Und in die Vorbeuge aus. Sämtliche Bewegungen bauen jetzt hier auf. Roll dich hoch. Öffne die Arme. Ausatmen, schließ die Hände. Ein in den Berg. Aus, Vorbeuge. Skispringer ein. Runde dich aus. Komm in den Blick. Und rechtes Bein steigt zurück. Linker Arm kreist hoch und tief beugt das Knie. Streck dich wieder hoch in den Krieger 1. Und von hier jetzt Ellenbögen beugen, Knie beugen. Noch zweimal Arme, Bein strecken, Knie, Arme beugen. Noch einmal die Arme weit nach hinten oben strecken. Und beugen. Krieger 1 einatmen und in die Vorbeuge atme aus. Gerader Rücken ein und nochmal Vorbeuge aus. Rolle dich hoch, öffne die Arme, öffne den Brustraum, atme ein. Namaste aus. Einatmen in den Berg. Vorbeuge aus. Den Skispringer atme ein. Hände tief kreisen aus. Öffne dich, atme ein. Linkes Bein steigt zurück. Rechter Arm kreist nach hinten oben, atme ein. Kreis tief, du beugst das linke Bein. Einatmen, strecke dich in den Krieger ein. Ausatmen, Knie und Ellenbogen beugen. Einatmen, strecken, heb dein Herz. Ausbeugen. Strecken ein. Und in die Vorbeuge ausatmen. Einatmen in den geraden Rücken. Vorbeuge aus. Rolle dich hoch ein. Namaste, Hände vor den Herz.
ausatmen. Wir bauen weiter auf in den Berg. Vorbeuge aus. Skispringer ein. Runde dich aus. Blitz. Atme ein. Direkt rechtes Bein zurück aus. Einatmen. Linker Arm schwimmt hoch. Ausatmen. Tief. Krieger 1. Atme ein. Und beugen aus. Krieger 1 ein. Und jetzt Krieger 2. Atme aus. Stell deine Handflächen auf. Atme ein. Und dreh nun die Handflächen nach oben, die Arme nach außen. Atme aus. Handflächen auf, ein. Arme drehen aus. Einmal Handflächen aufstellen und Arme drehen, sodass die Handgelenke und Schultern jetzt so mobilisierst. Den nächsten Einatmung, rückwärtiger Krieger. Und in die Vorbeuge tief schwimmen. Atme aus. Ein gerader Rücken. Vorbeuge aus. Rolle dich hoch in den Berg. Und schließ die Hände. Namaste. Berg ein. Vorbeuge aus. Skispringer atme ein. Kreise tief. Blitz, einatmen. Linkes Bein steigt zurück. Einatmen, rechter Arm kreist hoch. Ausatmen, tief. Einkommen in Krieger 1. Krieger 2. Einatmen, Handflächen aufstellen. Ausatmen, Handflächen nach oben drehen. Handflächen aufstellen, atme ein. Aus, Handflächen drehen. Damit kennst du fast alle Haltungen jetzt dieser Sequenz. Noch einmal. Und wenn du das nächste Mal einatmest, rückwärtiger Krieger. Aus, in die Vorbeuge. Ein, gerader Rücken. Vorbeuge aus. Berg ein. Schließe die Hände vor dein Herz aus. Einatmen, komm in den Berg. Aus, Vorbeuge. Jetzt finden alle Haltungen zusammen. Einatmen, Skispringer. Ausatmen, Runden. Setz dich tief in den Blick ein. Und Achtung, herabschauender Hund aus. Rolle dich in die Planke, atme ein und Bauchlage aus. Rolle dich in die Kobra, atme ein und herabschauender Hund aus. Rechtes Bein hebt sich, atme ein und Schritt nach vorne aus. Kriege ein. Kniebeugen, Ellenbeugen aus. Einatmen, Krieger 1, strecke dich. In den Krieger 2 ausatmen. Handflächen aufstellen ein. Handflächen nach oben drehen aus. Rückwärtiger Krieger, atme ein. Sprinter, atme aus. Der rechte Arm kreist nach hinten oben. Und du steigst in die Vorbeuge aus. Gerader Rücken ein. Vorbeuge aus. Einatmen, streck dich in den Berg. Nimm die Hände vor dein Herz aus. Andere Seite. In den Berg. Aus, Vorbeuge. Ein Skispringer, atme ein. Hände tief kreisen aus. Ein in den Blitz. Aus, herabschauender Hund. Einatmen, Planke.
aus Bauchlage. In die Kobra ein und zurück in den herabschauenden Hund aus. Einatmen, linkes Bein. Zieh das Knie weit nach vorne aus, abstellen. Einatmen, Krieger 1. Beugen aus. Strecke dich wieder in den Krieger 1 und in den Krieger 2 aus. Handflächen aufstellen und Handflächen hochdrehen. Rückwärtiger Krieger ein, Sprinter, atme aus. Der linke Arm kreist direkt weiter und nimmt dich in die Vorbeuge mit ausatmen. Gerader Rücken, atme ein, Vorbeuge aus. Berg, atme ein und nimm die Hände vor dein Herz tief aus. Einatmen, Berg. Wir wiederholen es noch zweimal. Aus in die Vorbeuge. Gerader Rücken bzw. Skispringen ein. Und kreise tief. Blitz, atme ein. Herabschauender Hund aus. Von hier Planke, roll dich nach vor. Bauchlage aus. Kobra, öffne den Brustkorb nach vorne oben. Herabschauender Hund, vollständig ausatmen. Das rechte Bein geht in der Einatmung hoch und steigt nach vor. Krieger 1. Knie und Arme beugen aus. Strecke dich, öffne dein Herz nach oben und in den Krieger 2 ausatmen. Ein Handflächen aufstellen, aus, nach oben drehen. Rückwärtiger Krieger, atme ein und von hier Sprinter aus. Rechter Arm schwimmt nochmal nach hinten und oben. Vorbeuge, ausatmen. Gerader Rücken, atme ein. Vorbeuge, aus. Roll dich hoch, strecke dich, atme ein. Namaste. Einatmen in den Berg. Weniger denken. Atemzug für Atemzug. Kniespringer, atme ein. Vorbeuge aus, runde dich. Blitz, atme ein. Aus, von hier herabschauender Hund. Ein in die Planke, fließend in die Bauchlage. Einatmen, Kobra, ohne Anfang, ohne Ende, in die Bewegung. Herabschauender Hund. Linkes Bein jetzt heben und Schritt nach vor. Krieger 1, strecke dich und beugen, mach dich klein. Ausatmen, einatmen, strecken, aus, Krieger 2, Hände aufstellen, ein, Handflächen nach oben drehen, aus, rückwärtiger Krieger ein und Sprinter aus, linker Arm kreist hoch und in die Vorbeuge ausatmen. Gerader Rücken ein, Vorbeuge aus. Berg, atme ein, strecke dich von den Fersen zu den Fingern, Hände vors Herz. Letzte Runde. Na, vielleicht möchtest du die Augen schließen. Und wenn du das schon öfter gemacht hast, bereite dich vor für den Blitz, atme ein. Herabschauender Hund. Welle in die Planke, ausatmen in die Bauchlage, einatmen, Kobra, herabschauender Hund aus. Vielleicht magst du immer weniger auf mich hören, heb das rechte Bein nach hinten oben und mach einen weiten Schritt nach vor.
Einatmen, kriege eins. Und dieses Pulsieren, dieses Öffnen, der Einatmung. Und das Kleinerwerden mit der Ausatmung. Einfach fließen lassen. Hebe die Handflächen nach oben. Einatmen, rückwärtiger Krieger. Ausatmen, Sprinter. Rechter Arm schwimmt hoch und in die Vorbeuge tief. Gerade Rücken, atme ein, Vorbeuge aus. Achtung, jetzt nochmal Skispringer, atme ein, runde dich bauchfest aus. Blitz, atme ein und steh auf, nimm die Hände vors Herz. Einatmen in den Berg, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Skispringer. Ausatmen, runde dich. Ein in den Blitz. Herabschauender Hund aus. Roll dich nach vor. Und tief. Öffnen. Herabschauender Hund, atme aus. Heb das linke Bein, atme ein. Schritt nach vor, atme aus. Krieger 1, atme ein. Mach dich klein. Einatmen, strecken. Krieger 2, aus. Stell die Handflächen auf. Dreh sie zur Decke mit der Einatmung. Rückwärtiger Krieger, Sprinter aus. Linker Arm kreist nach hinten oben. Vorbeuge, atme aus. Ein gerader Rücken, Vorbeuge aus. Skispringer ein, runde dich aus. Blitz, atme ein. Ausatmen, Vorbeuge. Roll dich Wirbel für Wirbel auf, öffne nochmal die Arme, atme ein. Und dann schließ die Hände vor deinem Herzen. Einatmen, öffne die Arme nach hinten, ausatmen, Handflächen schließen, nur zweimal, einatmen, Brustkorb heben, ausatmen, Handflächen vor der Herz, nochmal weit öffnen, hier den Kreis dieses Bewegungsflusses zu schließen, dann nimm die Hände vor dein Herz aufeinander. Oder leg die Handflächen auf dein Brustbein. Richte die bewusst nochmal auf. Aber lass die Schultern, der Becken, deine Fersen schwer in die Matte sinken. Entspann der Kiefer, dein Beckenboden. Spür dein Herzschlag pochen. Die Wärme. Den Unterschied, den gute halbe Stunde Yoga-Praxis in deinem System jetzt bewirkt hat. Fließend mit deinem Atem, ohne Anfang, ohne Ende. So wie das Leben, immer in Bewegung. Und wenn auch der Flow nun in die Stille gefunden hat, spüre, wie in dir ständig Bewegung herrscht. Der Atem, der kommt und geht wie in Wellen. Mal schneller und größer, mal langsam und ruhig. Wie dein Herz pocht, wie deine Gedanken fließen. Wie alles in Bewegung ist und es gut ist. Atme noch dreimal tief durch
Und nimm dir noch so viel Zeit, wie du jetzt hier hast und genießt. Danke, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir Yoga machen konnte und ich hoffe, du hast den Flow genossen. Nimm dir jetzt wirklich noch Zeit, ein bisschen runterzukommen. Wahrscheinlich pocht dein Herz noch, wahrscheinlich ist dir gut warm geworden. Nutz diese Wärme jetzt vielleicht noch für ein paar Dehnhaltungen, Rückbeugen, Öffnung für die Hüften, Mobilisieren, weiteres Mobilisieren der Wirbelsäule, was auch immer dein Körper, dein Herz jetzt begehrt. Nimm dir auch Zeit für eine ausgedehnte Ruhehaltung, um jetzt einen schönen Abschluss für deine Praxis zu finden. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Namaste.